miese Scheiße. Hab ich mich dann gerade voll erschrocken. Was das? Drü! Jetzt keine Ahnung. Raus aus dieser verkackten Gegend. Das Schlimme ist, wenn man den Radar nicht mehr hat, ey. Das ist, als wenn man blind wäre. So. Du siehst nichts mehr. Voll schlimm. Ich glaube, entweder jetzt oder bei der Zurückfahrt werden wir einiges erfahren. Eins von beiden. Ja, ich habe Langeweile, wenn ich hier lang fahre. Da hat er mal etwas. Oh, ich weiß das. Snake, wegen Naomi Hunter. Fragen Sie den Colonel. Er kümmert sich darum. Schalten Sie den Monitor aus. Okay, er ist aus. Niemand kann uns hören. Also los. Tut mir leid, aber der Colonel soll es nicht hören. Okay, was ist los? Ich habe einen guten Freund im Pentagon. Ja. Er erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob der DIA unlängst eine neue Vernichtungswaffe entwickelt hätte. Eine Vernichtungswaffe? Snake, haben Sie jemals von Foxtie gehört? Nein. Warten Sie. Liquid und seine Leute haben es erwähnt. Ja. Es ist ein Virentyp, der spezifische Personen anpeilt. Ich kenne die genauen Details nicht, aber... Was wollen Sie sagen? Es ist zu ähnlich. Was denn? Die Todesursache. Starben der Armstack-Präsident und der DARPA-Chef, das heißt Decoy Octopus, nicht an angeblichem Herzversagen? Ja. Nun, anscheinend tötet Foxtie seine Opfer durch Simulieren eines Herzinfarkts. Nein. Und Sie wollen sagen, dass Naomi dahinter steckt? Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat Naomi ihnen irgendwelche Spritzen gegeben? Die Nanomaschinen. Sie war dazu am besten platziert. Aber ich habe keine Ahnung, was ihre Motive waren. Weiß der Colonel davon? Ich weiß nicht. Aber er hat sie noch nicht verhört. Okay. Ich frage ihn selbst. Colonel, gibt es Neuigkeiten über Naomi? Ich habe sie eben verhaften lassen. Verhaften lassen? Sie sandte kodierte Meldungen an die Basis in Alaska. Ich kann es kaum glauben. Sie muss mit den Terroristen zusammenarbeiten. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja. Sie wird gerade verhört. Wie wird sie verhört? Nun, ich würde Gewalt gerne vermeiden. Aber wir haben noch nicht mal Natrium Pentotal hier. Melden Sie sich, wenn Sie mehr wissen. Es ist also wahr. Naomi, ich glaube es nicht. Das heißt, das Foxtie-Serum muss irgendwo hier sein. Hören Sie, ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Snake, Sie könnten auch infiziert sein. Ich kann das nur dem Colonel überlassen. Moin, Osboy. Alles klar bei dir, du Lappen? Ja, kacke Spiel da. Irgendeine Kamera? Schaut nicht so aus. Aber Minen. Ah, immer dieser Schock, ey. Kamera.
Ja, noch einlaufen. Alter, lauf. Lauf. Schon mal merken, da liegen Minen und das ist eine Kamera. Immer daneben. Ich denke da nicht mehr dran, aber. Immer daneben. So, wieder lange mal im Kreis laufen. Ja, danke. Arschloch. Munition, Munition. Ja, ich muss mir jetzt jede Munition leisten, weil das ist, glaube ich, der letzte Zweck, wo ich es nochmal kann. Ich glaube, Farmers brauche ich nicht mehr. Farmers brauche ich nicht mehr. Ach, leck mich doch. Fucker brauche ich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich Rationen und Stinger brauchen. Natürlich hier, wenn ich mich nicht erinnere. Bin ich mir sicher. Fucker brauche ich doch nicht mehr. Lernt noch was? Ah, ich trau den Braten nicht. Ich muss ihn ja noch was, oder? Tada, ja. Farmers. Da jetzt raus. Wusste ich noch nicht. Hm. Jetzt ist es. Aber. Das Maschinengewehr kann man was. Die sind nicht sehr freundlich. Und da liegt was, was ich vielleicht haben will. So, was kann dieser Body Armor? Er fördert im Großen und Ganzen einfach nur noch mehr Schaden durch Kugeln kriegen. Ich hätte schon viel, viel gebrauchen können. Ja, komm, mach eine. Oh, oh, mach. Danke. Okay. So kann man sich dann auch halt die Zeit vertreiben, bis dieser Porky endlich seine richtige Farbe angenommen hat. Ist der Porky? Ist er? Schon hat er seine richtige Farbe angenommen. Aber jetzt will ich immer noch gucken. Da drüben liegt noch eine Ration, die will ich haben. Beziehungsweise die muss ich haben. Will ich die haben? Die muss ich. Oh, Hallöchen. Ah ja. Knock. Ernsthaft? Zurück in eure Stellung! Na, wahrscheinlich wurde das jetzt überdeckt von ihm. Zurück in eure Stellung! Zeig. So, die würde ich haben. Was machen wir? Ja, was machst du? Socken oder Farmers Bullets? Swift Dog? Das war hier auch dann schon alles, was ich haben wollte. Da brauche ich hier nicht. Jetzt heißt es den Weg wieder zurück, die Paul-Key eingeben und dann mal sehen, was los ist.
Das ging aber schnell jetzt. Ich hab mir was gemerkt. Ich hab sogar zwei Sachen gemerkt. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Hammer-Story zusammen. Was jetzt? Ah, jetzt. Glaub schon. Na, ich warte einfach. Snake, hören Sie mich? Ha? Ich bin's. Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja, aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige kleine Waise. Rhodesien? Das heutige Simbabwe? Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf. Und ihn. Ihren großen Bruder? Ja. Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Simbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja, Frank Jäger, den Sie töteten, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Gray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte sie nach Amerika? Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja. Er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika. Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und ihre Gebete wurden erhört. Ja, ich wartete zwei lange Jahre. Um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf sie, Snake. Ich habe zwei Jahre lang nur an sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Hassen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen?